Scheiß. Richtig geil gemacht. Bam! Habt ihr es gesehen? Wieder sieht das anders. So. Wer schießt denn da? Ich sehe nicht. Da ist er. Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Tutorial für FIFA 15. Im letzten Tutorial habe ich euch gezeigt, wie man einen eigenen Verein gründen kann, was natürlich ein bisschen leichte Komplexität in dem Spiel macht, weil FIFA ja sehr schwierig aufgebaut ist. Und da haben wir den 1. FC Brohawks 2015 aufgebaut, gegründet. Und so sieht das Wappen aus, das Emblem. Und die Flaggen, Adverts, Boards und so weiter. Aber heute zeige ich euch, wie man, nicht eine eigene Liga gründet. Das kann man rein theoretisch hier machen. Ich rate davon ab. Es gibt ja ein paar coole Fanmade-Leute, also Leute, die Fanmade dritte Liga einbauen für die Bundesliga. Das habe ich bei FIFA 14 gemacht. Leider ist das Spiel dann sowas nach einer Zeit nur noch abgestürzt, nur noch Fehler gehabt. Das war nichts. Wie gesagt, vorher immer brav die Ordner von 415 im Origin Games Verzeichnis kopieren und absichern. Auch am besten den von der unter Dokumente ist. Wie gesagt, was ich euch heute zeige ist, für meine neuesten Let's Play Folgen, die ich gemacht habe, nämlich mit dem 1. FC Brohawks, ist was ganz Besonderes, was glaube ich noch kein Let's Player so wirklich bei FIFA gemacht hat, ist nämlich eine große Liga mit allen Top-Vereinen und der 1. FC Brohawks hat nicht so No-Names, sondern die All-Stars. Also teilweise fast alle Stars, die wir hier von Adidas All-Stars kennen. Bei den Brohawks wäre dann Neuer drin, beziehungsweise ist drin, Özil, Götze, Lewandowski, Ronaldo, Messi und so weiter. Und da haben wir einfach mal ein bisschen Spaß. Im Gegensatz zu meiner Let's Play-Folgen vom HSV, dass ich sehr ernst nehme, machen wir da mal ein bisschen mehr so eine Spaß Speicherung. Und da habe ich da die Master League gegründet und dachte mir, alle richtig, richtig großen Vereine kommen in die Master League, die etwas ein bisschen kleineren kommen in die zweite Master League und dann gibt es noch die Master Division, wo dann noch ein bisschen kleinere Vereine reinkommen, aber auch schon größere Namen haben und dass ich dann nicht das Spiel komplett durcheinander bringe, nehme ich einfach dafür die englische Liga, weil die am geilsten ist, 20 Vereine, 4 Ligen und schreibe die einfach hier um und das zeige ich euch jetzt. Was ich jetzt hier gerade rumfummle, ist, dass ich eigentlich gerade die Liga suche, die englische, und gerade ein bisschen blöd bin, sie nicht finde. Hier haben wir auf jeden Fall die EFL Championship, das ist die zweite Liga. Hier haben wir die Football League 1 und Football League 2. Das sind die Regionalliga, ne? So dritte Liga. So. Und eigentlich müsste oben drüber, hier haben wir es ja, hier ist die englische Liga. Und ich zeige euch jetzt, wie man das ändert. Und zwar, hier ist der Database-Name. Und den nennen wir jetzt Master League All Champions. Und dann Copy-Paste. Und hier nennen wir es dann nur Master League und hier nennen wir das dann mal Long Name Master League Champions 2014. So, hier ändere ich jetzt gar nichts, weil ich glaube einfach, das Spiel würde so durcheinander kommen, wenn ich da einfach zu viel mache. Das Risiko gehe ich einfach nicht ein. Könnte man natürlich testen, aber da müsste man noch länger testen. Dann ist das natürlich hier das Logo. Was natürlich passieren wird, natürlich ist dann im 3D-Spiel, dass dann doch noch das eine oder andere Design von diesem hier erscheinen wird, weil leider kann man Scoreboards irgendwie nicht mehr ordentlich in FIFA 15 ändern, wie in 14 und 13. Zumindest habe ich das leider nicht herausfinden können. Wenn ihr das könnt, dann sagt doch einfach mal Bescheid. So. Gehen wir einfach mal hier drauf und
Hier habe ich meine Logos, die ich schon gebaut habe. Hier haben wir die Master Division, hier ist die Master League 2 Logo. Und jetzt sehe ich gerade nicht, wo haben wir denn die Master League. Hier, Master League Logo. Da haben wir sie, Master League All Champions 2015. Und dann habe ich es natürlich vorbereitet. Master League hier auch, und ich zeige euch heute nicht, wie ich diese Dinger gebaut habe, sondern ich setze sie nur ein. Ihr wisst ja, hier stehen die Größen. Ich glaube, dann könnt ihr das auch selber bauen mit eurem Bearbeitungsprogramm. Ihr könnt auch hier ein Logo reinbauen und Replicate klicken, dann sieht das aber so aus. Ich fand es aber cooler, so ein bisschen nah an dem dran zu sein, was auch vorher drin war. Und wenn ich das gemacht habe, immer mache ich das, sicherheitshalber mal saven. Ja, bevor ich jetzt zum nächsten Punkt gehe. Und zwar habe ich noch eine Sache jetzt zu ändern. Die machen wir jetzt gleich. Wir machen erstmal nochmal die anderen. Ich wollte eigentlich das jetzt zeigen, aber machen wir erstmal die anderen. Jetzt gehen wir zur FL Championship und sagen hier auch wieder Copy-Paste. Und machen die Second, also die zweite Master Liga, sozusagen die zweite Liga. So. Und auch hier Long Name, zweite Master League All Champions 2015. Und ändere hier wieder nichts. Ich sage hier einfach nur das Logo und wir haben hier die Master League. Die ist dann nicht mehr blau, die ist dann jetzt orange, dass man die auch ein bisschen auseinanderhalten kann. Dann haben wir natürlich das und das. Und wenn wir das gemacht haben, wieder Save. Und schon hier oben steht ja auch schon Master League. Und jetzt kann man ja auch nicht mehr die englische Liga hier finden. Und muss hier runtergehen und sieht, hier steht Master League. So. Noch aber nicht wegklicken das Video, denn noch ist es im Spiel nicht perfekt drin. Deswegen kommen wir gleich zu den nächsten Punkten noch. Jetzt machen wir erstmal noch die andere Liga. Und da ändern wir natürlich den Namen und sagen hier die Master Division. Division 1 All Champions. Das kopiere ich jetzt, weil wir jetzt das F da brauchen. 1, zack, und 1, so. Und dafür habe ich natürlich auch Logos angefertigt, nämlich hier ist die Division 1, die ist grün und kriegt natürlich auch coole, hoppala, da habe ich die falsche Format für genommen. So, und so. So sieht's hier aus. Safe. Perfekt. Und jetzt machen wir natürlich noch die zweite. Auch zack, da haben wir ja schon als Copy-Paste gemacht. Dann einfach nur die Zahl ändern. Hier genauso. Löschen und die 2. Und hier auch die 2. So, und da wollen wir natürlich auch das Logo dafür haben. Das ist auch grün, nur dass eben hier die wunderbare 2 steht. Und hier auch dasselbe Logo, nur die 2 steht da. Fertig und safe. So. Und jetzt natürlich hat man das Problem, jetzt ist das alles drin. Es steht auch Master Division und es ist auch das Logo drin. Aber wenn man dann plötzlich im Karrieremodus ist und dann auf die Tabelle klickt, steht plötzlich wieder die englischen Namen dran. Deswegen gehen wir jetzt hier auf den Weltpokal. Gehen hier auf FIFA, auf UEFA. Und hier sehen wir jetzt German, Frankreich, England und so weiter. Und hier stehen nochmal die Namen. Ihr seht ja auch, hier heißen die wieder anders. Und der Punkt ist, hier kann man rein theoretisch alles ändern. Hier, wann die Liga wo spielt, an welchem Tag und gegen wen und so. Aber ich sag euch, ich habe mal versucht, eine eigene Liga da aufzubauen und das alles einzustellen. Vergisst es. Also wenn ihr richtige Profis seid, versucht's. Ich persönlich lasse da die Finger weg, weil dann kann man das Spiel neu installieren. So, und hier haben wir jetzt wieder, wir haben noch Copy-Paste diese Division drin, deswegen gehe ich jetzt mal auf die Division hier und sage ihm hier, Short Name ist natürlich The Division 2 und der lange Name ist dieser hier. Und ihr seht hier drüben, hier hat sich der Name schon geändert. Ne? Hier haben wir nichts, Liga, hier steht, welche
Sachen wichtig sind, was für ein Ball für die Liga eingestellt ist, wenn man nicht auf zufällig hat und so weiter. Und hier stehen auch nochmal die Graphics, aber ehrlich gesagt werde ich da jetzt nichts dran erstmal ändern. Das hier könnte man vielleicht irgendwann noch ändern, aber ich lasse das jetzt erstmal so, auch wenn ich jetzt nicht ganz genau, welche Textur das hier ist für welchen Bereich. Rein theoretisch könnt ihr jetzt hier Import machen, das Bild raus und einfach hier vielleicht einen anderen Pokal rein, hier dasselbe nochmal wechseln. Das werde ich vielleicht in Zukunft dann nochmal verbessern für die Speicherung, aber jetzt erstmal nicht. Dann gehen wir hier auf die andere Football League und sagen hier 1 und sagen hier 1 und wir haben nur noch eine Short-Version natürlich, so. Und dann gehen wir noch auf die Premier League und sagen ihm natürlich, das hier ist die Master League. Die ganz, ganz große, magische Master League 2015. Und das war der Shortname, deswegen löschen wir das hier alles nochmal. So, und zuletzt natürlich hier die Champion, das hier, die FL Championship, da ist der volle Name drin, ne? Nicht irritieren lassen. Und sagen ihm, ja, das ist doch die zweite Champions League ist ja schon, Master League. Und hier haben wir auch nochmal komplett die zweite Master League. So, und was man auch noch machen kann, ist jetzt, hier steht ja Championship Playoffs, das sind ja dann diese Spiele, die dann um den Aufstieg gehen. Da können wir auch noch natürlich sagen, das sind die ML Playoffs oder eben die Zack Master League Playoffs. So, dasselbe können wir auch hier machen. Das sind nicht die League Division Playoffs, sondern die Divisions 1 Playoffs. So. Und hier drüben auch. So. Und dann haben wir das geändert. Und dann machen wir hier Save. Und rein theoretisch können wir jetzt auch noch den Pokal umbenennen, dass wir sagen, wir wollen einen anderen Pokal haben und so weiter. Das mache ich jetzt erstmal auch nicht. Aber das könnt ihr dann machen. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, habt ihr ja wie gesagt gesaved. Dann wichtig, schließen. Dann den FHLBH-Editor aufmachen, unten in der Beschreibung könnt ihr alles downloaden. Ich weiß nicht warum, es ist bei mir ein Ritual geworden, weil ich wirklich lange gefummelt habe, was rauszufinden, es nie geklappt hat und zufällig habe ich dann Regan Raid Select BH Files geklickt und dachte, oh scheiße, den falschen geklickt und habe dann Regan Raid All BH Files mit den externen Files mitnehmen geklickt, was ich euch in den letzten Tutorials schon beigebracht habe. Und dann ging es plötzlich. Deswegen habe ich jetzt so ein Ritual, dass ich jetzt immer beides anklicke. Und das könnte jetzt ein bisschen dauern, weil wir jetzt ja die ganzen die ganze Liga umschreiben. Und da muss er ja so ein bisschen dran roddern. Und wenn er das dann gemacht hat, gehen wir ins Spiel und hoffen natürlich, dass alles richtig ist. Es kann immer mal ein Fehler passieren, Leute. Deswegen immer die Originalordner abspeichern, dann den benutzen, den ihr habt. Löschen, nochmal kopieren und einfach nochmal neu versuchen. Also gucken wir jetzt mal im Spiel, ob das geklappt hat. So, und was ganz wichtig ist, ist, dass ihr offline geht bei Origin. Das erkläre ich euch gleich. Deswegen hier auch, stell sicher, dass du Origin angemeldet bist, um fortzufahren. Halt's Maul. So, anmelden. Das ist normal, wenn dieser Fehler kommt. Einfach entweder versuchen, löschen zu drücken und hoffen, dass dass alles, was ihr gemacht habt, weitermacht. Ich drücke einfach abbrechen, weil bisher war es für mich kein großes Problem. Und dann gehe ich auf Anstoß. Und das ist nämlich der Punkt. Er darf hier bei Anstoß kein Kader-Update machen. Ich habe mir wirklich Mühe gemacht, Brohawks, den ersten FC Brohawks eingestellt, die ganze Liga umgebaut. Und dann plötzlich hat er das alles wieder übergelöscht, weil er ja dann die Daten wieder rüber kopiert. Natürlich kann man Trikots ändern und Wappen ändern, weil er das übernimmt. Aber wenn man einen Verein hinzufügt oder einen Namen ändert, dann wechselt er das meistens wieder. Und deswegen lieber mal offline gehen. Und jetzt gehen wir auf England und ihr seht hier schon, Master League, die steht hier, Master League, die Second Master League, die Master Division, die Master Division 2. Die Vereine sind natürlich alle englisch noch. Ich habe natürlich dann
für die Liga, die ich in meiner Speicherung gemacht habe, habe ich natürlich dann hier angeklickt. Oh, jetzt habe ich abbrechen, falscher Knopf. Ich habe da natürlich gesagt, alles klar, auswählen. Warum will er das jetzt nicht machen? Ach, weil ich bei Anstoß bin. Haha, ich bin blöd. Auswählen und natürlich umtauschen mit den Vereinen. So. Gehen wir mal zum Beispiel jetzt, hoffen wir mal, dass alles klappt, auf Karriere neu. Sagen Karriere starten. Weiter. Gehen auf England und sagen jetzt hier Master League und hoffen natürlich, hier gehen wir einfach mal. Du möchtest die Acer angemeldeten Kader nicht, nein, wir möchten die Kader nicht updaten, wir möchten die individuellen haben. Weiter ist doch alles egal, ich heiße auch jetzt Leon Conway, ist mir wurscht. Und guck mal und hoffen auch, dass natürlich das Laden funktioniert, ne? Das hat lange gedauert, das war jetzt fast ein Risiko. Egal, unter Test speichern. Und wir sehen, wir sind hier drin. Und jetzt kommt natürlich das ganze Gruselfaktor. Und ihr seht, oben Master League steht da. Und ich zeige es euch mal ein bisschen besser. Andere Ligen. Deutschland wollen wir jetzt nicht. England. Und ihr seht hier Master League. Second Master League. Master Division. Master Division 2. So, funktioniert alles. Und was man jetzt halt nur noch machen muss im Spiel, ich würde es nicht im Creation Master machen, um das Spiel nicht komplett durcheinander zu bringen, ist, wenn wir jetzt nochmal rausgehen, das hätte ich gleich machen können, ich Depp, abbrechen, sage ich, neue Karriere, Trainerkarriere starten, sage hier England, und dann müsst ihr halt ein bisschen euch Mühe geben, sagt ihr dann, Y und sagt hier, ich will hier Brohawks haben. Ich Arsenal ist ja eh ein Topverein, der darf drin bleiben. Für Burnley kommt dann natürlich Spanien mit Atletico Madrid und so weiter und so fort. Und so habe ich die Liga aufgebaut und so macht das jetzt richtig Spaß. Und wenn ihr richtig Bock drauf habt mal, dann klickt doch mal hier drauf oder weg drauf oder was auch immer, wo ich die Hinweise hingeknallt habe und guckt euch das an, eine Spaßliga, die wirklich für euch vielleicht auch Bock macht mitzugucken. Ich freue mich, demnächst versuchen wir dann auch mal eigene Spieler zu erstellen und eigene Schiris noch, die Tutorials sollen auf jeden Fall noch an den Start kommen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Bis dahin, tschüss!